Nein, ich will nicht zur Tante Helene. Ich hasse sie. So etwas sagt man nicht. Sie ist deine Tante. Und sie liebt dich. Das ist mir egal. Ich will nicht zu ihr. Und wenn du mich zwingst, werde ich weglaufen. So, jetzt reicht es ein für alle Mal. Ich will nichts mehr vom Weglaufen hören. Schreib dir das hinter die Ohren. Claire ist heute unausstehlich. Sie ist sich nicht im Klaren darüber, dass es eine ernste Sache ist, einfach wegzulaufen. Komisch. Ihre Eltern lieben sie sehr. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie von zu Hause ausreisen will. Wir sollten lieber mit ihr sprechen, bevor sie etwas Unüberlegtes tut. Kommt! Guten Tag, Claire. Wer seid ihr denn? Und was wollt ihr von mir? Wir sind die himmlischen Bärchen und wir sind gekommen, um zu verhindern, dass du einen Fehler machst. Ihr macht einen Fehler, wenn ihr glaubt, dass ich hier bleibe, bloß weil ich meine Eltern liebe. Das tue ich nämlich nicht. Warum sagst du sowas? Jedes Kind liebt seine Eltern. Ich bin nicht jedes Kind. Und euch hasse ich auch. Entschuldigt bitte, dass ich vorhin so ungezogen zu euch gewesen bin. Das wollte ich nicht. Außerdem habe ich es mir überlegt. Ich werde nicht von zu Hause weglaufen. Ihr braucht euch keine Sorgen, um mich zu machen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr uns das freut. Wir kommen später nochmal wieder, um zu sehen, wie es dir geht. Auf Wiedersehen! Die haben sich aber leicht reinlegen lassen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wo ich heute Nacht schlafe und wie ich ohne Geld etwas zu essen bekommen werde. Hey, da ist Musik. Vielleicht sollte ich dort mal nachsehen. Hereinspaziert, meine Herrschaften, immer hereinspaziert. Kommt, Kinder, die Vorstellung fängt gleich an. Wenn ihr was sehen wollt, müsst ihr euch beeilen. Ihr werdet ein herrliches Schauspiel erleben zugunsten obdachloser Hunde und Katzen. Der Eintritt ist frei. Genau das Richtige für mich. Ich liebe Zirkusnummern. Und jetzt, liebe Kinder, habe ich die Ehre, euch eine noch nie dagewesene Sensation anzukündigen. Eine absolute Welturaufführung. Zauberei, die keine Zauberei ist. Applaus für Professor Steinhardt. Herzlich willkommen hier im Land der Illusion und der Realität. Doch bevor ich meine Kunststücke zeige, könnt ihr euch Bonbons und Eis abholen. Auch das ist kostenlos. Kommt her, es gibt genug für alle. Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich finde es sogar sehr verdächtig, dass Professor Steinhardt mit Süßigkeiten um sich wirft. Es ist doch sonst nicht seine Art, nett zu sein. Nun, Kinder, hat jeder seine Bonbons oder sein Eis? Wenn ja, dann würde ich sehr gern von euch wissen, ob es euch auch gut schmeckt. Ja, wir sind gut. Das freut mich. Ich möchte euch nämlich einen Vorschlag machen. Was würdet ihr davon halten, wenn ihr nicht mehr nach Hause geht, sondern euch meinem Zirkus anschließt? Dann könnt ihr immer so viel Eis essen, wie ihr wollt. Dieser Vorschlag gefällt mir nicht besonders. Mir auch nicht. Vielleicht sollten wir besser gehen. Aber warum lauft ihr dann weg, Kinder? Wollt ihr etwa damit sagen, dass ihr keine Lust habt, hier zu bleiben? Das hat toll geklappt. Und wenn du willst, kannst du bei meiner Zaubernummer mitmachen, Claire. Natürlich nur, wenn deine Eltern wirklich nichts dagegen haben, dass du zum Zirkus gehst. Sie haben mir überhaupt nichts zu befehlen. Ich würde sehr gerne bei euch bleiben. Dann sei herzlich bei uns willkommen. Ich befürchte, dass dahinter eine riesengroße Gemeinheit steckt. Und jetzt, meine kleine Claire, wirst du die anderen Kinder wiedersehen. Wir werden sie aus den Klauen des Professors befreien müssen. Ja, sie und die anderen Kinder. Aber das können wir nicht ganz alleine schaffen. Dazu müssen wir erst einmal Hilfe holen, und zwar schnell. Einverstanden. Wir werden den Zirkus beobachten, während ihr in der Zwischenzeit die anderen himmlischen Bärchen holt. Ja, so etwas kann passieren, wenn Kinder von zu Hause weglaufen. Sie fallen Leuten wie Professor Steinhardt in die Hände. Lass uns gehen, wir haben keine Sekunde mehr zu verlieren. Na dann, nichts los! Ich kann keine Kinder hören.
Schauen wir uns das mal näher an. Es ist ganz schön dunkel hier. Was war das? Da hat sich doch was bewegt. Hattest du nicht gesagt, dass hier irgendwo ein Zirkus sein müsste? Ich bin ganz sicher. Vorhin war er noch da. Wir müssen diesen Zirkus unbedingt wiederfinden. Also dann. Ist meine neueste Erfindung nicht einfach sensationell? Eine Maschine, die durch menschliche Energie gespeist wird. Meine brillante Theorie wird doch praktisch funktionieren, denn die Liebe zieht Liebe an und die Wärme Wärme. Diese Maschine wird zuerst die Energie der Kinder aufnehmen, um dann die Wärme und die Liebe des Waldes der Gefühle zu speichern. Wir werden sämtliche Gefühle und Farben des Waldes absaugen und sie für immer einfrieren. In wenigen Minuten wird sich meine Theorie in die Praxis umsetzen. Die Energie dieser Kinder und die Farben des Waldes der Gefühle werden für immer in meiner Tiefkühltruhe gefangen sein. Und wenn das geschehen ist, werden wir diese Schätze an einem ganz sicheren Ort verstecken. In unserem Eiswald. Ich hätte doch nicht weglaufen sollen. Ich will lieber wieder zurück zu meinen Eltern. Dafür ist es jetzt leider zu spät, meine Liebe, weil du bald nicht mehr in der Lage sein wirst, deine Eltern überhaupt zu vermissen. Du wirst nämlich tief gefroren sein. Das verspreche ich dir. Also los, Frostbeule! Halte das Rohr in Richtung Wald der Gefühle! Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich Claire in großer Gefahr befindet. Komm schon her! Jetzt bist du an der Reihe, Kind! Oder willst du deinen kleinen Freunden nicht Gesellschaft leisten? Halte durch, wir sind schon unterwegs. Wie schön, wir werden Besuch bekommen, Frostbeule. Du weißt, was du zu tun hast. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ja. Es geht los. Alle Mann in Bereitschaft. Der Countdown läuft. 3, 2, 1. Alle Kräfte voll aktivieren. Oh nein. Hört sofort auf, oder die Kinder sind verloren. Das können wir nicht verantworten. Es ist wirklich nicht nett von Ihnen, dass du hier bleiben musst, weißt du was? Ich lass dich frei. Was? Bist du wahnsinnig geworden? Lass sofort das Rohr los! Nein, bitte nicht dieses Ventil! Was für ein herrliches Gefühl! Es ist richtig wundervoll! Ich fühle mich gut! Unglaublich gut. Kannst du mir sagen, warum ich immer so böse bin, wo es doch viel schöner ist zu lieben? Meine Maschine, sie ist zerstört. Dafür wirst du mir büßen, Frostbeule. Wir sind wirklich sehr stolz auf dich, Claire. Nur weil du so schnell gehandelt hast, haben die anderen Kinder ihre Energie und der Wald der Gefühle seine Farben wiederbekommen.
Du bist ein sehr mutiges Mädchen. Es ist ein schönes Gefühl, anderen helfen zu können. Geh schnell nach Hause. Vielleicht haben deine Eltern nicht bemerkt, dass du weggelaufen bist. Das ist eine gute Idee. Und ich verspreche euch, dass ich in Zukunft nicht mehr ausreißen werde.